So, und damit ein herzliches Willkommen zurück. Diesmal hoffentlich ohne handwerklich begabten Nachbarn. Ja, ich lege einfach mal los. Wir wollten ja hier mit dem Herren quatschen, der es nicht mal schafft, seine eigenen Sachen beisammen zu halten. Mal gucken, was er jetzt noch von uns möchte. Hallo! Greetings, Wizard of Magic! Oh dear! Creating a two-eyed Cyclops wasn't a very good idea after all. Stand aside, Wizard. I'll slay the mutant beast. Ich finde, das hört sich nicht so toll an. Hallo! Was ist das? Geh weg! Ja. Hi. Ja, nicht so. Feige. Oha. Oha. So, so, so. Verdammt, das war so knapp. So knapp war das. Naja. Nochmal. Ja. Gut. Die Taktik war falsch. Wobei eigentlich nicht nur schlecht getimt. Oh, nö. Die Viecher sind ja fast noch nerviger als der. Schießt doch nicht die ganze Zeit gegen den Berg, Mann. Wie dumm kann man denn sein? So. Lauf. So, hier kommen jetzt nicht noch 1000 andere Viecher. Schlag zu. Oh, guck mal, da die ganze Pfeile in der Brust stecken. Hui. Oha. Ey, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich was futtern. Nicht gut. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr runter, bevor wir hier den Radikalschlag einsetzen. Was macht der denn auch, dass der hier so einen einäugigen... Ich meine, was war auch zu erwarten bei den Rezepten, die wir ihm gegeben haben? Ha! Siehste? Klappt alles. So, wehe, du hast jetzt noch irgendwie so eine interessante Quest für uns. Greetings, Wizard of Magic. I have killed the Cyclops, mighty wizard. Incredible. You've done it! Now to design the ultimate creature to clean this mess up. Halt die Klappe. Ich geh da mal, ne? Hab ich noch irgendwie Geld liegen lassen? Nö, ne? Gut. Dann können wir ja mal ganz fix die diversen Quests im Wretched Village annehmen. Erstmal gucken, ein bisschen Inventar aufräumen. Ist ja nicht mehr so viel Platz, aber ich möchte gerne die ganzen Potions behalten. Wir haben bestimmt noch einen dicken Fight mit dem Herrn von Porn. Dem kleinen, stinkigen Etwas. Warte, wer von euch verkauft Potions? Du hier, ne? Du verkaufst nur Orbs. Hast du noch was? Ey, ich will mit ihm reden hier. Greetings, Alchemist. Let's see what's on tap today. Ich hätte gern ein paar hiervon. Nur so sicherheitshalber. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas Interessantes? Außer gefühlte 100 Millionen Chicken? Was soll man die hier machen? Ein so ein. Hallo! Du standst da schlecht, das hat mir nicht gefallen. Stundenlang, ne? Kann ich gar nicht wahr, weiter hoch. Ach ja, wir haben uns beim letzten Mal so nett dran vorbeigemogelt. Können wir gleich auch noch reingehen. Hier, Quests über Quests. Was steht denn hier auf dem Schildchen? Ey. Schild bitte. Warning sign. By royal order. Grow some grass here, then keep off it. Lord von Prom. Ja, sieht nun wirklich nicht so schön aus, ne? Was möchtest du denn, Christopher the Wretched? Greetings, wretched man. Oh, I'm so hungry I could eat dirt. That's easy. There's dirt everywhere.
Are you joking? I want freshly filtered dirt. Filtered through a spider. A bit unusual, but I'll try anything heroic once. Bitte? Okay. Hast du auch so einen komischen Wunsch? Greetings, filthy person. Hello, kind stranger. We used to be the rich elite until Lord Von Prong's articulate dialogue tax. Now we live in this wretched village of shacks. These are hovels, I say. Hovels! We don't even have any stones to make stone soup. There are some fairly plump ones just across the tracks. I can bring you your stones. Stone soup would ease our pain, kind hero. Das hört sich ja unglaublich lecker an. Jedem, was er möchte. Ich nehme dann lieber Kartoffelsuppe. Greetings, wretched woman. Death Spank. You're a hero, right? Last time I checked. Lord Von Prong's orcs drove me from me home with no time to collect me belongings. And I left me diary behind. All me deepest, most intimate thoughts are written down in it. Fear not. I'll get you your embarrassing diary. It's on the other side of the track somewhere. No peeking. Die sind alle wunderschön, diese Menschen hier, ne? Weiß auch nicht, ob es da vielleicht die Beseitigung dieser Häuser nicht eher tun würde. So, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Hier kommt man wieder unten an beim Dings. Giant Turtle. Müssen wir nicht gegen irgendwelche Turtles kämpfen? War das nicht hier? Finish of the Turtles. 0 von 7. Okay. Das wird bestimmt noch schwer genug, wa? Nö. Geht eigentlich? Hält sich in Grenzen? 5 von 7, dann sind noch 2 hier irgendwo versteckt. Gibt schon sogar noch mehr. Oh, eine kleine. Das ist ja hier Familienschlachterei. Das sind schon ein paar mehr gewesen, ne? Oh, die Baby-Schildkröte. Es tut mir echt leid. Ein wenig. Ach ja. Und mit denen ist der Ubrick nicht fertig geworden? Tja, tja. Ist halt doch ein alter Mann. Oder er hatte nicht so schön viele Hamburger dabei wie wir. Und hier, den da oben können wir noch bestimmt. Dead Adventurer. Ist mal fertig, bitte. Los. Hier. Super. So einen alten, gammeligen Ranz-Hamburger. Was gibt es denn hier oben denn noch so? Grim Camp. Waren wir da nicht schon? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, der Ordnung halt halber. Nö. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid. Es sind bei weitem bisher die am sympathischsten aussehenden Gegner hier. In diesem Spiel. Abgesehen vielleicht von dem doofen Hühnchen. Wobei die nicht unbedingt sympathisch aussehen. Sondern eher komisch. Aha, Gloves of Terrible Intent. Kann das irgendwas? Nö, ne? Nö. Nichts Gutes, auf jeden Fall. Noch mehr von diesen Viechern. Oh, die Baby-Schildkröten. Gibt ja noch so ein bisschen Cuteness-Faktor hier im LP. Ich könnte sie auch leben lassen, aber das wäre ja fast langweilig. Was geht hier denn ab?
Weißt du, wir müssen, glaube ich, eigentlich in die andere Richtung, weil sie irgendwas von Tracks, andere Seite und so gesagt haben, aber... Wir schauen mal. Vielleicht gibt's ja was Nettes. Zum Beispiel 1000 kleine, komische Viecher. Die, wenn sie nicht so schlechte Zähne hätten, auch schon ganz niedlich aussehen würden. Und mehr Geld für uns, was wir eh nie ausgeben können. Müsste es irgendwie so einen sinnlosen Quatsch geben, den man sich kaufen kann. Allein nur, wenn man es kann halt. Ist ja nun doch sichtlich mehr, als man braucht. Tut mir leid, Babyschildkröte. Warum sind die so leicht? Das irritiert mich. Was haben wir hier? Skull Bat Sword. Skull and Bat, pinch me, then give me that sword. 375. Das brauchen wir doch für irgendwas oder brauchen wir das nicht? Wir haben ja nur wesentlich bessere Sachen. Auch das da. Das Schwert behalte ich mal. Den Zeug kommt weg. Das Zeug. Es wurde wieder an der Grammatik etwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe. Was ist denn hier? Nur Grimcam? Wir haben doch noch eine Grimcam. Haben wir? Oder haben wir nicht? Mir wäre so. Ja. Queen of the Farmlands. I need to kill the Grim Queen's House of Turtle Lake and recover the Grim Sack for the Grim Exterminator. Ne, Queen Grim, ja. Man sollte auch richtig lesen. Schaffen wir. Diesmal auch schneller als beim letzten Mal. Hier schnauft einer in mein rechtes Kopfhörerteil. Nein, in mein linkes. Links und rechts habe ich es manchmal nicht so. Ist hin und wieder auch schon ein bisschen schwierig. Also, falls irgendwann mal mit mir unterwegs ist und ich sage links. Meine ich wahrscheinlich rechts. Eine Kiste. Mit Geld. Spannend. Wie kann man mich momentan nicht mehr so beeindrucken mit dem, was aus den Kisten rauskommt? Wir haben nämlich schon so viel. Ach, hier, guck mal. Nicht wieder dran vorbeilaufen, 5 Jahre lang. Nein, X. Alter. Gib auf, schaffst du es eh nicht. Siehste. Noch eine Errungenschaft freigeschalten. Super. Schon die dritte? Oder so? Doch nicht so viel, aber egal. Das können wir dem ja auch dann beim nächsten Autohaus gleich mal zurückbringen. Nicht, dass er nachher noch irgendwie sowas für uns hat. Und ich wieder dran vorbeilaufe. Was gibt's denn bei euch noch so Schönes? Irgendwas, Wichtiges? So, zack, zack. Okay, jetzt habe ich noch ein Hühnchen getötet. Tut mir leid, liebes Hühnchen. Mal gucken, was das Inventar sagt. Ist ja gleich schon wieder voll, oder? Nö, aber du hast 350. Du hast 920. Ich glaube, dann könntest du hier unten mal eine Biege machen. Was haben wir hier Schönes drin? Ja, auch nicht ganz so spannend. Awesome Stealth Potion. Brauchen wir gar nicht. Wir sind schon so stark, dass man eigentlich... Ah, zumindest hier hinten. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Mag sein. War jetzt ein Häuschen hier? Nö, ne? Nein. Also zu Fuß zurück und dem Herren seine Green Queen Überlassenschaften aushändigen, würde ich mal behaupten. Muss auch langweilig sein, ne? Willst du sowas irgendwas forschen oder sagst wie hier wieder wie der Spelunker? Ja, ich bin das und das, aber ich kann es mir gar nicht selber beschaffen, was ich brauche. Das heißt, wenn nicht so ein Depp kommen würde wie wir,
könnten ihr Hobby gar nicht ausüben oder ihren Beruf. Aber naja, das nur am Rande. So, hier waren wir doch richtig, ne?